Hallo Naturfreunde! Heute erkunden wir die faszinierende Welt der Tiefsee, wo Biolumineszenz die Dunkelheit erhellt. Stellt euch vor, ihr taucht tausende Meter unter die Wasseroberfläche, umgeben von absoluter Finsternis. Doch plötzlich, ein magisches Leuchten. Das ist das Werk biolumineszierender Lebewesen. Diese erstaunlichen Kreaturen erzeugen ihr eigenes Licht. Doch warum tun sie das? Dieses Leuchten dient verschiedenen Zwecken. Manche, wie der Anglerfisch mit seiner leuchtenden Angelrute, locken Beute an. Andere, wie die leuchtenden Quallen, blenden mit grellen Lichtblitzen ihre Feinde. Tiefseefische nutzen Biolumineszenz auch zur Orientierung in der Dunkelheit, wie Taucher mit Taschenlampen. Und manche kommunizieren mit ihrem Licht und locken Partner an. Biolumineszenz ist nicht nur faszinierend, sondern zeigt auch die unglaubliche Anpassungsfähigkeit der Natur. Diese Kreaturen sind lebende Lichter, die die ewige Nacht der Tiefsee erleuchten. Jedes dieser leuchtenden Wunder hat seinen eigenen Mechanismus, seine eigene Chemie, um Licht zu erzeugen. Zum Beispiel lebt das Bakterium Vibrio fischeri in Symbiose mit einigen Tiefseefischen und sorgt für ihr geheimnisvolles Leuchten. Die Tiefsee ist einer der letzten unerforschten Orte auf unserem Planeten. Biolumineszierende Lebewesen sind ihre geheimnisvollen Wächter. Ihr Leuchten erinnert uns daran, wie viel es noch zu entdecken gibt. Denkt also beim nächsten Mal am Meer an die unglaubliche leuchtende Welt, die tief unter der Oberfläche verborgen liegt. Bleibt neugierig und erforscht die Wunder der Natur. Tschüss und bis bald.